Ihren letzten Weg ging sie ganz alleine. Die Polizei fand Kirsten Heißig erst nach knapp einer Woche. Ihr Leichnam hing in 5 Metern Höhe. Ein Suchkommando hatte die Jugendrichterin beim ersten Durchkämmen nicht entdeckt. Alle, die Kirsten Heißig kennen, sind immer noch fassungslos. Wenige Tage vor ihrem Tod sagte die 48-Jährige dem ZDF. Also ich übe meinen Beruf einfach mit Leidenschaft aus. Das habe ich immer getan, das werde ich auch weiter tun. Ich habe keine Angst, wovor sollte ich Angst haben? Also es gibt arabische Jugendliche, die hassen mich, aber sie achten mich. Einen Tag, bevor Berlins bekannteste Jugendrichterin in den Wald ging, gab sie das Manuskript frei. Ihr Buch, Das Ende der Geduld, ist eine brisante Bestandsaufnahme. Heißig fordert klare Grenzen im Umgang mit Jugendgewalt und schnellere Strafen. Sie plädiert für engere Zusammenarbeit der Behörden und konsequenteres Vorgehen bis hin zu geschlossenen Heimen für junge Intensivtäter. Es ist ihr Neuköllner Modell. Was gegenwärtig geschieht, ist wie in so vielen Bereichen blankes Wegsehen und Herumlavieren. Sie war keine Richterin gnadenlos. Das ist Unfug. Sie war auch nicht Berlins härteste Richterin. Sie war aber eine Vertreterin der Linie, dass die Gesellschaft, dass der Staat sich nicht der Lächerlichkeit preisgeben darf. Wir Richter sind nur noch der Reparaturbetrieb, alarmiert Heißig. Sie will die Gesellschaft wachrütteln. Die Juristin verlangt keine Stammtischlösungen, aber eine strengere Linie. Die richtige Mischung aus Gefühl, Härte und Vorbeugung. Die 48-jährige Mutter zweier Töchter geht bis ans Äußerste. Sie besucht Elternabende, redet mit Familien, trifft unermüdlich Vertreter von Polizei, Verwaltung und Migrantengruppen. Tagsüber sitzt sie zu Gericht, abends ist sie unterwegs, nachts wälzt sie Akten und schreibt am Buch. Ich war dabei, als man sie versuchte, öffentlich malig zu machen. Das ist alles unnötig, das machen wir doch alles schon längst. Und die Justiz ist schnell, schneller geht nicht. Warum macht die Frau denn so einen Wirbel? Das ist doch alles nur ein Ego-Trip. Das waren so die Vorwürfe, die sie persönlich übrigens trafen. Immer wieder gab es auch das Gerücht, dass man Kirsten Heißig eigentlich raushaben wollte aus Neukölln, aus Berlin, weil sie war einfach zu laut, sie wollte zu viel, sie war zu engagiert. Und wenn man zu engagiert ist, kann man auch sehr schnell anecken. Wegsehen, ob aus Bequemlichkeit oder Angst, ist der falsche Weg. Sonst sind in 10 Jahren unsere Städte kaputt, so Heißig wirklich. Am Ende des Buches schreibt sie: Die Debatte wird kontrovers, wahrscheinlich auch schmerzhaft sein. Deutschland wird sie aushalten. Und mich auch. Kirsten Heißigs 205 Seiten über jugendliche Gewalttäter sind Sprengstoff. Die kleine, zierliche Richterin hinterlässt mit ihrem Tod viele Fragen. Und eine große Aufgabe.